Mein Name ist Oliver John Perry und ich heiße Sie im Namen von Reed Exhibitions, dem Exklusivbetreiber der Messe Wien hier, herzlich willkommen. Ich halte mich bewusst kurz, es stehen uns ein paar interessante Statements, viel interessanter als meines, noch bevor. Deswegen kurz eine Vorstellungsrunde. Ich beginne, glaube ich, gleich links von mir, der Herr Kommerzialrat Burkhard Ernst, herzlich willkommen. Dr. Felix Klari, herzlich willkommen. Ganz besonders herzlich den Herrn Bundesminister, Diplom-Ingenieur André Ruprecht, zu uns willkommen. Den Herrn Dr. Peter Leimer von Statistik Austria und last but not least der Hausherr Benedikt Binder-Kriegelstein. Wie läuft die Pressekonferenz ab? Viele von Ihnen kennen das Prozedere sowieso. Wie gesagt, Sie erfahren jetzt die Zulassungsdaten des vergangenen Jahres, einen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Herren werden alle ihre Präsentationen vornehmen. Sie haben im Anschluss daran natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte das mit Handzeichen zu tun. Ich und ein Kollege von mir kommen mit dem Mikrofon zu Ihnen. Ich darf Sie bitten, der Ordnung halber, Sie kennen das auch aus Amerika, vielleicht sich kurz dem Podium vorzustellen, wer Sie sind, von welchem Medium, und danach Ihre Frage zu platzieren. Dann kennen wir uns alle gut aus. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Vergnügen, danke an das Podium und ich übergebe an Herrn Binder-Kriegelstein. Danke, OG Perry, für die charmante Einleitung. Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 10. Vienna Auto Show, zum Start der Vienna Auto Show. Ein besonderes und herzliches Willkommen natürlich Ihnen als Medienvertretern. Sie haben in den letzten 10 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Show so erfolgreich ist, durch die vielen Berichte, die Sie im Rahmen der Show vorher, nachher auch in Ihren Zeitschriften wie in Ihren Medien bringen. Eine besondere Ehre ist es uns heute natürlich, Bundesminister Ruprecht begrüßen zu dürfen, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei dem 10-jährigen Jubiläum die Zeit gefunden haben, bei uns zu sein. Herzlich willkommen auch. Danke. Herzlich willkommen auch an meine Podiumskollegen, gleich links von mir Dr. Peter Leimer von der Statistik Austria, der uns später dann noch die Zulassungszahlen des Jahres 2015 präsentieren wird. Rechts außen Bundeskriminalobmann des Fahrzeughandels in der WKO, Kommerzialrat Burkhard Ernst, und Dr. Felix Klari, dem Sprecher des Importeursverbandes, zu dem ich später noch ein paar Worte sagen möchte. Der Jänner 2004 war nicht nur der Start der neuen Messe Wien. Es wurden damals die neuen Messehallen eingeweiht. Nein, es war auch der Start der Vienna Auto Show. Zum damaligen Zeitpunkt wurden die Neuwagen in der Halle C auf knapp 15.000 Quadratmetern präsentiert. Und wir als Veranstalter haben damals gedacht, naja, es werden ca. 80 bis maximal 100.000 Leute kommen. Bereits im ersten Jahr haben wir 121.600 Leute begrüßt und haben damit, ich glaube, die kühnsten Erwartungen von uns allen übertroffen. An der Stelle gebührt ganz besonderer Dank dem Mastermind der Vienna Auto Show, Dr. Felix Klari, der im Jahr 2004 mit unglaublichem Weitblick die Idee zu dieser Show gehabt hat und seitdem der maßgebliche Treiber auch hinter dieser Show ist und ein unglaubliches Engagement auch immer wieder aufs Neue beweist, um den Erfolg dieser Veranstaltung sicherzustellen. Herzlichen Dank dafür. Danke. Mein Dank gilt aber an der Stelle natürlich auch dem Arbeitskreis der Automobilimporteure. Sie sind letztendlich diejenigen, die dafür sorgen, dass wir hier volle Hallen haben, bestückt mit den tollsten Autos, die im Programm zu haben sind und die letztendlich auch alle Autoenthusiasten in die Messe Wien locken. Das macht die Autoshow in Wien mit Abstand zur größten Präsentationsbühne, die es in Österreich im automobilen Sektor gibt. Gleichzeitig ist aber die Autoshow auch der Start in die neue Verkaufssaison. Es ist ein wichtiger Impuls für den Fahrzeughandel. Knapp 30% aller Besucher der Autoshow geben an, dass sie beabsichtigen, ein neues Auto zu kaufen. Und damit ist klar, es gibt hier einen tatsächlichen Kaufimpuls für die gesamte Wirtschaft. Für uns von Ried ist die Autoshow
der Startpunkt in die Hochsaison der Messe. Frühjahr ist bei uns die hektischste Zeit. Wir haben jetzt die Messekombination Autoshow und Ferienmesse gemeinsam mit der Genusswelt, die mit Abstand unsere größte Show ist, mit knapp 150.000 Besuchern, die wir bis Sonntag erwarten. Und dann geht es gleich weiter mit einer Fachmesse der Aquatherm und der Bauen und Energie wieder als Publikumsshow, die Ende Jänner stattfinden wird. Ich darf an der Stelle eigentlich nur einen kurzen Ausblick geben in Richtung 42 Marken, 4 Europapremieren und 31 Österreich-Premieren. Ich glaube, es gibt eine Unmenge zu sehen. Ich bin gestern Nacht noch durch die Hallen gegangen und habe mir vorgenommen, ich gehe eine halbe Stunde durch. Es sind 1,5 Stunden geworden, weil ich mich nicht satt sehen konnte, als Autoliebhaber, der ich natürlich auch bin. In diesem Sinne hoffe ich, Ihnen geht es genauso. Sie haben Spaß an der Vienna Autoshow und darf gleich weitergeben an Dr. Peter Leimer, der uns die druckfrischen Zahlen der Zulassungsstatistik präsentieren wird. Ja, vielen Dank für die Eröffnungsworte. Ich darf Ihnen heuer die 2015er Daten präsentieren. Mit 308.555 PKW-Neuzulassungen hat es ein Plus gegeben von 1,7%. Damit sind die rückläufigen Entwicklungen der Vorjahre gestoppt worden. Dazu muss man aber sagen, wenn man sich die monatlichen Ergebnisse anschaut, wir hatten ein großes Plus im Dezember mit einem mehr als ein Drittel mehr PKW-Neuzulassungen. Zu dem Monatsergebnis komme ich dann noch ganz kurz im Zusammenhang mit den Tageszulassungen. Wie sieht es also aus bei den Zweirädern? Hier gab es ein Minus bei den Zweirädern von 4,2%. Ebenfalls positiv konnte realisieren für das Jahr 2015 die LKWs mit einem leichten Plus. Wenn man das im europäischen Gesamtkontext sieht, sind wir zwar unter den europäischen Werten, dennoch muss man aber sagen, dass Europa in den vergangenen Jahren oft Minus war und in Österreich ein positives Ergebnis gezeigt werden konnte. Wenn man das Ganze sich nach Kraftstoffarten ansieht, Benzin und Diesel sind nach wie vor die wichtigsten mit 98%, 1,9% Anteil der Alternativen, die wieder zugenommen haben auf rund 5.900 Stück. Besonders zugenommen haben hier die Hybridfahrzeuge um die Hälfte, um fast 50%, beziehungsweise auch die Elektrofahrzeuge. Damit bin ich schon beim Thema Elektrofahrzeuge. Wie gesagt, eine Zunahme von etwa ein Drittel bei den Elektrofahrzeugen auf 1.677 Stück. Besonders bedeutsam sind die Elektrofahrzeuge derzeit mit einem Anteil von 0,5% an den Neuzulassungen insgesamt im Bundesland Wien und erwartungsgemäß auch in Niederösterreich. Wenn man das hier im europäischen Kontext sieht, dann sind wir mit dem Anteil etwas über dem europäischen Anteil von 0,3%. Übrigens Spitzenreiter, was die Anteile der Elektrofahrzeuge betrifft, ist Norwegen, gefolgt mit Abstand dann von Lettland und Estland, was die Anteile an den Neuzulassungen insgesamt betrifft. Elektromobilität ist nicht nur beschränkt auf PKW-Neuzulassungen, sondern natürlich auch andere Kfz-Bereiche. Der größte Anteil, wie gesagt, bei den Elektrofahrzeugen jedenfalls, 2/3 sind PKW mit 1.677 Stück, allerdings auch Zweiräder mit einem Anteil von 20%, beziehungsweise auch LKWs mit einem Anteil von 10% und sowohl bei PKWs, LKWs und Zweirädern hier so deutliche Zuwächse. Wie gesagt, wenn noch auf einem geringen Niveau, aber wir können gerade bei den Alternativen beobachten, einen kontinuierlichen Zuwachs. Wenn wir uns zum Beispiel den Wert 2003 ansehen, hier waren es erst 30 Stück, mittlerweile sind wir auf 5.900 Stück. Was die Segmente betrifft, neulich ein Trend zu beobachten zu den SUVs und Geländefahrzeugen. Hier ein Plus von 10% auf rund 65.000 Stück. Das wichtigste Segment, die Kompaktklasse, auch hier gab es Zuwächse auf 85.000 Stück. Das drittwichtigste Segment, die Kleinwagen, hier auch ein Zuwachs auf rund 63.000 Stück. Wenn wir uns die SUVs ansehen seit 2011, so gab es hier einen Zuwachs um ein Drittel bei den SUVs und Geländefahrzeugen, mittlerweile auf die
gesagten 65.000 Stück. Wie sieht es bei den Marken aus? Die wichtigste Marke nach wie vor VW mit einem Rückgang von 2,5%, gefolgt von Opel, Skoda, Hyundai mit etwa einem Anteil an dem Gesamtkuchen in Österreich von 7%. Es gab insgesamt bei 4 Marken Rückgänge. Bei den restlichen Marken unter den Top 10, das sind mehr als 2/3 der Neuzulassungen insgesamt, gab es hier Zuwächse. Wie sieht es aus mit den CO2-Emissionen? Hier deutliche Rückgänge bei den CO2-Emissionen in den letzten 15 Jahren zwischen minus 1/4 und minus 1/3 bei den CO2-Emissionen. Wenn man sich das noch ansieht, hier unterschieden nach Diesel und PKW, nach Diesel- und Benzinfahrzeugen, so sehen wir bei den Benzinfahrzeugen 123 Gramm pro Kilometer, bei den Dieselfahrzeugen 126 Gramm pro Kilometer. Ein ähnliches Bild ergibt sich natürlich dementsprechend auch beim Verbrauch. Hier gab es durchschnittliche Rückgänge zwischen 2007 und 2015 von 1,5 Liter pro gefahrene 100 Kilometer. Zu den Tageszulassungen, wenn man sich hier die Monatswerte ansieht, es gab insgesamt 3 positive Werte, sozusagen Zunahme bei den Tageszulassungen. Besonders hervorzuheben hier natürlich der Dezember, wo sich die Tageszulassungen fast verdoppelt haben. Trotzdem muss man sagen, dass sich die Tageszulassungen rückläufig waren auf 24.148 Stück, das heißt ein Minus von 8,7%. Auch der Anteil der Tageszulassungen an den Neuzulassungen insgesamt, hier gab es einen Rückgang von 8,7% im Vorjahr auf 7,8% im letzten Jahr 2015. Die Kurzzulassungen insgesamt bis 120 Tage, hier ein Zuwachs von 1,2% auf rund 93.000 Stück und einem Anteil an den Neuzulassungen insgesamt von 30%. Abschließend noch ein Wort zu den Gebrauchtzulassungen. Auch hier gab es einen Zuwachs insgesamt rund auf 1 Million Kfz-Gebrauchtzulassungen, ein Plus von rund 0,5%. Die PKWs haben zugenommen auf rund 816.000 Stück, ein Plus von 0,6%, übrigens der zweithöchste Wert gemessen seit dem Jahr 2013. Ein ähnliches Bild auch, was Diesel und Benziner betrifft, wie bei den neuen Zulassungen. Bei den Dieselbetriebenen ein Zuwachs, bei den Benzinbetriebenen ein Rückgang, was die Gebrauchtzulassungen auch und die Neuzulassungen hier also betrifft. Gut, dann vielen Dank. Herr Dr. Klare, bitte. Gut. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Journalisten, grüß Gott auch von meiner Seite und herzlich willkommen auf der Vienna Auto Show 2016. Ganz besonders darf ich natürlich Sie, Herr Bundesminister Ruprechter, begrüßen. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei der Eröffnungspressekonferenz mit dabei zu sein und damit den Stellenwert des Autos und den Stellenwert des Autostandortes Österreich unterstreichen. Sie sind für mich der klare Beweis, dass Auto und Umwelt eben keinen Widerspruch darstellen, auch wenn das in der Öffentlichkeit sehr gerne und insbesondere in den letzten Wochen oftmals so suggeriert wurde. Die Eröffnung der diesjährigen Vienna Auto Show ist mir eine ganz besondere Freude, ganz einfach deshalb, denn wir feiern heuer Jubiläum. Herr Binder hat schon erwähnt, bereits zum 10. Male findet die Vienna Auto Show seit dem Jahr 2004 statt. Seit damals hat sie sich zur beliebtesten Publikumsmesse in Österreich etabliert und auch das zeigt ganz klar den Stellenwert auf, den das Auto bei den Österreichern nach wie vor einnimmt. Dennoch gilt es klar festzuhalten, dass sich das Jahr 2015 wie erwartet als ein schwieriges Jahr für die Automobilbranche erwiesen hat. Warum das so war, darauf möchte ich in ein paar Sätzen ganz gerne näher eingehen. Da war natürlich erstens, nicht ganz unerwartet, die bekannte Steuerreform, die vor allem im ersten Halbjahr für sehr viel Unsicherheit sorgte und die trotz zäher Verhandlungen zwischen uns und dem Finanzministerium eine weitere Steuererhöhung für die Autofahrer zur Folge hatte. Stichwort Erhöhung des Sachbezuges für Dienstwagenfahrer. Als zweiten Punkt muss ich leider die sogenannte Abgasthematik erwähnen. An der Tatsache an sich gibt es natürlich gar nichts zu beschönigen.
und der betroffene Hersteller hat entsprechend offen reagiert, schonungslose Aufklärung zugesagt und zugesichert, dass alle betroffenen Kunden über entsprechende Nachbesserungen schadlos gehalten werden. Nicht nachvollziehen kann ich allerdings die Tatsache, dass sich alle Medien wirklich schonungslos auf dieses Thema geworfen haben und oftmals ohne fundierte Grundlage die gesamte Automobilbranche der Trickserei und der Schummelei bezichtigt haben. Unter anderem auch deshalb, weil die veröffentlichte Meinung nicht wahrhaben will, dass Real- und Testverbrauch nie dasselbe sein können. Wir als Branche haben uns natürlich entsprechend gewehrt und viele Hersteller haben auch dezidiert öffentlich erklärt, bei den angegebenen Emissionen nicht manipuliert zu haben. Außerdem sollte es doch wirklich in der Zwischenzeit positiv herumgesprochen haben, dass sich die Autoindustrie und die Behörden ab 2017 auf Testverfahren geeinigt haben, die sich stärker an der realen Fahrweise orientieren. In aller Kürze, mehr möchte ich zu diesem Thema nicht sagen, aber trotzdem, meine Damen und Herren, ich fordere in aller Offenheit die Medien auf, jetzt muss endlich einmal Schluss sein mit dem Autobashing. Kommen wir doch zurück auf eine gut recherchierte Autoberichterstattung und berichten wir auch über die positiven Seiten unserer Fahrzeuge. In diesem Zusammenhang muss ich auch sehr davor warnen, plötzlich den Dieselmotor als Klimakiller hinzustellen und dabei zu vergessen, dass derzeit der Diesel zur Erreichung der ambitionierten CO2-Vorgaben ab 2020 unverzichtbar ist. Der moderne Euro 6 Dieselantrieb weist nicht nur sehr geringe CO2-Werte auf, sondern er glänzt auch mit Stickoxidwerten, die schon fast auf Benzinerniveau liegen. Ich glaube daher und sage das auch insbesondere in Richtung des Herrn Bundesministers, dass eine Anhebung der Dieselsteuern ökologisch kontraproduktiv wäre. Eine derartige Steuererhöhung würde zudem den Tanktourismus negativ beeinflussen und zu weiterer Kaufzurückhaltung bei den Autokunden führen. Hier möchte ich auch ganz klar darauf hinweisen, dass der Verkehr nicht der Hauptverursacher von CO2 ist. In Österreich stammen nur rund 13% der CO2-Emissionen vom Pkw. Der Pkw-Verkehr liegt damit noch weit hinter anderen Hauptverursachern, auch wenn das in der Öffentlichkeit leider nie so dargestellt wird. Als weiteren Kritikpunkt möchte ich auf die grüne Verkehrspolitik, insbesondere in Wien, und die tendenziöse Debatte rund um das Thema individuelle Mobilität zu sprechen kommen. Laut Regierungsprogramm von Rot-Grün 2 in Wien soll die individuelle Mobilität weiter sehr stark eingeschränkt werden. Dem Grundsatz eines ausgewogenen, im Sinne aller Bürger gewünschten Modalsplit wird dabei überhaupt nicht Rechnung getragen. Meine Damen und Herren, das ist keine ausgewogene, sachgerechte Verkehrspolitik, sondern eine Politik ideologisch gesteuert und von wirklich kleinkarierten Einzelmaßnahmen geprägt, ohne die Gesamtheit einer überregionalen Verkehrspolitik im Auge zu haben. Dagegen wären wir Automobilimporteure uns ganz entschieden und wir werden niemals akzeptieren, die motorisierte individuelle Mobilität völlig ins Eck zu drängen. Ganz einfach deshalb, weil jede Meinungsumfrage klar ergibt, die überwiegende Mehrheit der Österreicher kann sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen und will es auch sicher in Zukunft nicht tun. Ein weiterer Beweis für die positive Einstellung unserer Bürger zum Auto sind die Neuzulassungen im Jahr 2015. Hat es im ersten Halbjahr noch ein deutliches Minus gegeben, so konnte bis zum Jahresende, wie Herr Leimer erwähnt hat, ein leichtes Plus erzielt werden. Und zwar trotz der allseits bekannten negativen Berichterstattung der letzten Monate. Ein Autojahr mit über 308.000 Neuzulassungen ist das eindeutig positiv zu bewerten. Ich möchte daher all jenen Kunden danken, die sich trotz dieses negativen medialen Umfeldes zu einem Neuwagenkauf entschlossen haben. Im Vertrauen auf ein gutes Produkt mit weniger Emissionen, in den allermeisten Fällen zum Vorgängerauto. Wir sollten auch den Autokunden dankbar sein, die sich zum Kauf eines SUVs entschieden haben. Ein gerade für Österreich ideales Ganzjahres- und Allzweckauto, das vor allem als Kompakt-SUV nicht mehr verbraucht als eine Limousine. Auch diese Modelle tragen zur Erneuerung des Fahrzeugbestandes bei und haben weitaus geringere Emissionswerte als die Vorgängermodelle und bringen entsprechend die Nova- und Mehrwertsteuer für den Fiskus ein. Warum also diese Autos und damit auch die Fahrer diskriminieren? Das ist für uns wirklich nicht nachvollziehbar. Meine Damen und Herren,
Wie wird also unser Geschäft weitergehen, insbesondere unter den vorhin genannten Gesichtspunkten? Für 2016 erwarten wir ein Normaljahr zwischen 305.000 und 310.000 Einheiten. Voraussetzung dafür sind natürlich eine bessere Konjunktur und die Vermeidung von zusätzlichen steuerlichen Belastungen. Herr Minister Rupprechter, im Sinne der bereits jetzt schon so hoch belasteten Autofahrer und eines stabilen Automarkes darf eine allfällige ökologische Steuerreform nicht zu einer Mehrbelastung für die Autofahrer führen. Wir Importeure sind aber gerne bereit, hier konstruktive Beiträge zu liefern und bitten Sie daher, uns in die geplanten Arbeitsgruppen mit einzubeziehen. In diesem Zusammenhang sollte auch noch die Wiedereinführung einer Ökoprämie analog 2009 angedacht werden. Schließlich ist aus Umweltgesichtspunkten heraus die Erneuerung des Fahrzeugbestandes und die Verschrottung von stark emittierenden Altfahrzeugen die beste Lösung, um nennenswerte Einsparungen bei CO2, Stickoxid und Feinstaubpartikeln zu realisieren. Daneben sollte auch eine bundeseinheitliche Förderung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen angedacht werden, beziehungsweise auch entsprechende Bevorzugungen im Straßenverkehr, Stichwort Benutzung von Busspuren und kostenlose Parkplatzbenutzung. Meine Damen und Herren, der Fortschritt und die Innovation, sei es im Bereich der alternativen Antriebe oder auch im Zusammenhang mit Digitalisierung und Automatisierung, war selten so rasant wie jetzt und die Automobilindustrie ist Pionier in vielen dieser Bereiche. Das wird Ihnen, glaube ich, ganz schnell bewusst werden, wenn Sie sich jetzt anschließend auf der Vienna Auto Show umsehen. Ich wünsche Ihnen also viel Spaß beim Besuch unserer Messe und einen guten Aufenthalt in Wien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Herrn Kommerzialrat Ernst jetzt zum Wort bitten. Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und willkommen hier auf der Messe. Ich möchte es nicht vorab sein, Ihnen noch ein schönes neues Jahr nachträglich zu wünschen, denn das gehört sich eigentlich auf jeden Fall. Infolge einer durchaus positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr konnten ja die Rückgänge bei den Neuzulassungen von Pkw und Kombis im ersten Halbjahr kompensiert werden und liegen mit diesen genannten 308.555 doch über den Erwartungen. Wir haben es alle uns nicht mehr vorstellen können im ersten Halbjahr, dass wir doch wesentlich mehr Autos verkaufen werden als oder anmelden werden, sagen wir es vielleicht so und richtig, als im vergangenen Jahr. Traurig ist, dass Österreich den drittletzten Platz in der Europastatistik einnimmt. Von 28 Ländern liegt Österreich, wir haben zwar nur die Daten bis Ende November vorliegen, aber nur auf dem 26. Platz. Hinter uns ist noch Litauen und Luxemburg. Und das ist etwas, was die Wirtschaftsstimmung natürlich betrifft in diesem Land und hier ist dringend etwas zu ändern. Die Kurzzulassungen und Tageszulassungen, haben wir gehört, sind ein klein wenig gestiegen. Die Kurzzulassungen bis 7 Tage ein wenig gefallen. Aber das ist ja ein Thema, das wir quasi täglich, wenn wir uns mit unserem Geschäft befassen, hier auf den Tisch haben und dass ich eigentlich viele Jahre hier schon predige, dass das ein nicht wirklich unbedingt sinnvolles Instrument ist. Bei den Gebrauchtwagenummeldungen konnte das hohe Niveau gehalten werden. 816.000 Autos sind eine ganze Menge. Und es muss gesagt werden, dass auch darin natürlich alle verkauften Kurzzulassungen oder taktischen Zulassungen beinhaltet sind. Das heißt, diese Fahrzeuge haben wir quasi doppelt, diese 90.000 Autos haben wir quasi doppelt in der kumulierten Zulassungsstatistik. Auch das muss uns irgendwie klar sein, wenn wir diese Zahlen betrachten. Im Jahr 2016 gehe ich also davon aus, dass wir in etwa wiederum die Zahlen von 2014 und 2015, die ja nicht sehr weit auseinander liegen, schaffen werden. Wie sich die taktischen Zulassungen in diesem Zusammenhang verhalten, traue ich mich heute nicht zu sagen, weil dann müsste ich in eine Glaskugel schauen und das kann ich leider nicht. Hoffen wir, dass die Fahrzeugbranche von der Steuerreform profitieren wird. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Wo wir sie definitiv nicht haben können, ist das Thema Dienstwagen. Denn bei den Dienstwagen konnten wir zwar in Verhandlungen mit dem Finanzministerium das Thema ein wenig entschärfen, aber letztendlich wird die Privatnutzung von Dienstwagen doch wesentlich teurer und das kann sich bei dem Kauf von Firmen definitiv nicht positiv auswirken. Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass Dienstwagennutzer nicht nur Vorstände
oder Geschäftsführer sind, sondern ganz normale, unter Anführungszeichen, Mitarbeiter. Und damit sind Hunderttausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich betroffen, die sich letztendlich den Profit, den sie aus der Steuerreform bekommen, über das Dienstauto wiederum selber zahlen. Wir als Fahrzeughandel sehen uns als Dienstleister für Kundinnen und Kunden. Unser Bestreben ist es daher, als Bindeglied zwischen Hersteller und Kunden und Kundinnen hier kompetent aufzutreten und den Kunden beizustehen. Einige ergänzende Worte möchte ich noch zu den Ausführungen von Dr. Klage, was die Abgasmanipulation betrifft, sagen. Es wurde ja hier sehr umfassend dieses Thema schon behandelt. Die Medien haben berichtet in einer staccato-artigen Performance. Aber etwas ist nicht gesagt worden. Es sind ja in der letzten Zeit einige Händler mit Ansprüchen von Konsumenten und Konsumentinnen konfrontiert worden. Das heißt, hier ist es notwendig, Lösungen zu suchen, und wir als Standesvertreter sehen es als unsere Aufgabe, diese Lösungen für unsere Mitglieder herbeizuführen, damit auch die letztendlich ihre Kunden und Kundinnen wiederum beruhigen und ruhigstellen können. Das wird uns sicherlich auch im Jahr 2016 weiter beschäftigen. Unbestritten ist, dass die Fahrzeugbranche in Bezug auf technologische Entwicklungen und Neuerungen sowohl in der Technik als auch in der Sicherheit und Umweltökologie Herausragendes geleistet hat und auch in Zukunft weiter leisten wird. Ich bitte Sie, sich über all das bei einem Rundgang in der Messe zu überzeugen, und Sie werden sich sicher meiner Meinung anschließen. Der Fachhandel bietet im Vergleich zum Kauf privat ganz entscheidende Vorteile, die kann ich nur immer wiederum betonen. Wir haben eine kompetente Beratung, wir haben faire Preise, bei Neuwagen gibt es die Garantie, bei den Gebrauchtwagen die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung und darüber hinausgehend in vielen Fällen noch eine zusätzliche freiwillige Garantie. Beratung bei der Versicherung, bei der Finanzierung sowie auch eine Überprüfung beim Ankauf eines Fahrzeuges sind eine Selbstverständlichkeit. Es ist unsere Aufgabe, als Handel für den Konsumenten und die Konsumentin das richtige Fahrzeug mit in den Herrschaften gemeinsam auszuwählen. Ein besonderes Anliegen ist mir natürlich die individuelle Mobilität. Es muss auch in Zukunft die freie Wahl des Verkehrsmittels für freie Bürger und Bürgerinnen geben. Darüber muss ich sagen, 2 Millionen Pendler haben wir in Österreich, die auf die Autos nicht verzichten können. Die brauchen diese Autos, um zur Arbeit zu fahren, und der hehre Gedanken, dass man dort arbeiten soll, wo man wohnt, ist leider praxisfremd. Diese Leute brauchen diese Autos, und man kann ihnen nicht die Zufahrt zur Arbeit verwehren. Und daher ist die Politik gefordert, absolut gefordert, den Verkehr flüssig zu gestalten und Maßnahmen gegen das Automobil zu unterlassen. Letztendlich jeder Stau kostet viel Geld und vernichtet Volksvermögen. Das muss ganz klar sein, und das muss man insbesondere in Wien klar sagen. Fahrverbote, Parkpickelzonen, Gebührenerhöhungen, Umweltzonen, Umfunktionieren von Straßen in Fahrradsportplätze oder Rasen am Ring sind Dinge, die eigentlich zu unterlassen sind. Darüber hinaus muss ich sagen, das Automobil hat uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten Luxus gebracht, Freude gebracht und Freiheit gebracht. Und es darf heute nicht so werden, dass ein Ausflug zu eventuellen Verwandten an Land mit dem Automobil zum Luxus wird. Das Auto muss sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb finanzierbar sein, und zwar für jedermann. Da mir insbesondere in Wien die Situation, die ja als Ausnahmeerscheinung für Österreich gilt, wichtig ist, habe ich einen Verein begründet, Mein Auto Initiative zur Förderung der individuellen Mobilität. Es muss dem Österreicher und Österreicher gewährleistet sein, dass er sich für den Weg, den er auszuwählen hat, auch das entsprechende Transportmittel wählt. Er hat das nicht vorgeschrieben zu bekommen. Es muss aber auch gesagt werden, dass die Autos in Österreich extrem teuer sind. Und ich darf als Beispiel nur die motorbezogene Steuer heranziehen und den Vergleich zu Deutschland ziehen. In Österreich haben wir diese Steuer, die ist doppelt bis dreimal so hoch für faktisch jedes Auto. Und wir haben manche Autos, wo es sogar viermal so hoch ist. Die Republik inkassiert von der Automobilwirtschaft, den Autofahrern, 13 Milliarden Euro an autobezogenen Steuern. Auch das muss ganz klar gesagt sein, das ist ein wesentlicher Budgetposten.
Bei Studium vieler Medien hat man den Eindruck, dass der Individualverkehr der Hauptverursacher der Umweltproblematik ist. Aber das ist er definitiv nicht. Wenn man den Tanktourismus, der für Österreichs Budget genauso wichtig ist wie vieles andere, ist der heimische Pkw-Verkehr lediglich für 13% der CO2-Emissionen verantwortlich und für 4,8% des Feinstaubes. Das gezeichnete Bild, dass größtenteils die österreichischen Autofahrer für die Klimaproblematik verantwortlich sind, ist keinesfalls zutreffend, um nicht zu sagen einfach falsch. Wenn es der Regierung ein Anliegen ist, umwelttechnisch etwas zu tun, dann ist eine Ökoprämie notwendig. Wir wissen, dass diese Umweltprämie enorm wichtig ist und rasch und konsequent die Schadstoffe auf Österreichs Straßen senkt. Ich darf in Erinnerung rufen, wir haben in etwa über 600.000 alte Stinker, sage ich dazu, auf Österreichs Straßen, die gewaltige Schadstoffe ausstoßen. Wir haben ein Verhältnis im Schnitt von einem Neuwagen zu 35. Das heißt, ein altes Auto stößt 35 Mal so viel Schadstoff aus wie ein Neuwagen heute. Deswegen ist es notwendig, diese Fahrzeuge, und ich betone nochmals, wenn einem Ökologie am Herzen liegt, von der Straße zu bringen. Soll heißen, das ist ein Geschäft für die Republik Österreich, das konnten wir 2009 ganz klipp und klar feststellen. Wir hatten als Republik Österreich Einnahmen von 145 Millionen Euro und ausgegeben wurden dafür von der Republik 22,5 Millionen. Das heißt, 122,5 Millionen Euro sind der Republik Österreich, dem Finanzminister, im Sack geblieben. Und darüber hinaus haben wir für die Bürger und Bürgerinnen viel getan. Die saßen in komfortablen, sicheren Autos. Wir haben für die Ökologie viel getan. Und wir haben für die Wirtschaft, und die Automobilwirtschaft ist ein wesentlicher Faktor in diesem Land, viel getan. Antriebstechnologien verändern sich und es wird viele geben. Es wird Aufgabe des Handels sein, die Produkte, die die Hersteller liefern, auch an die Kunden und Kunden zu verkaufen und diese entsprechend zu beraten, welches Fahrzeug mit welcher Antriebstechnologie das Wichtigste ist. Interessenspolitisch und ökonomisch liegt mir ein Hauptanliegen auf der Zunge. Das ist die Ertragskraft unserer Betriebe. Unsere Betriebe arbeiten jetzt mit einer Umsatzrendite von 1%. Das ist etwas zu wenig und wir müssen gemeinsam versuchen, diese Umsatzrendite zu erhöhen. Wir brauchen 2-3%. Es muss auch da mit den Gesprächen mit den Herstellern und Importeuren klar sein, dass die Auflagen, die die Händler bekommen, reduziert werden oder nur solche Auflagen in Kraft treten, die sich wirklich auch rechnen und betriebswirtschaftlich zu rechtfertigen sind. Ein mehrfach verlegter Boden in verschiedenen Farben wird kein einziges Auto mehr zum Verkauf bringen. Die österreichische Fahrzeugwirtschaft ist ein wichtiges Standbein der österreichischen Wirtschaft. Das wird immer wieder vergessen. Jeder 9. Arbeitsplatz in Österreich ist im automotiven Bereich. Ja, und letztendlich 11% des österreichischen BIP, das sind 43 Milliarden Euro, bringt das Automobil ins Budget. Bevor ich zum Schluss komme, habe ich noch zwei Appelle. Einen an die Damen und Herren der Presse und einen an den Herrn Bundesminister, stellvertretend für die Regierung. Ich beginne mit der Presse. Da sowohl Vertreter der Print- als auch der elektronischen Medien anwesend sind, bitte ich Sie in Zukunft, und das ist eine wirkliche Bitte von mir, nicht jede Presseaussendung oder Information, die von einer Lobbyingagentur bekommen, ungeprüft zu übernehmen und zu veröffentlichen. Das heißt, ich bitte Sie im Klartext, die von der Lobbyingagentur Verkehrsclub Österreich oder VCÖ übermittelten Botschaften zu überprüfen und auch andere Meinungen einzuholen, um einseitige Berichterstattungen entgegenzuwirken. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, ich habe hierzu keine Fehlbitte geleitet. Mein zweiter Appell geht an den Herrn Bundesminister und ich darf nochmal sagen, stellvertretend für die ganze Bundesregierung, denn ich habe Sorge um Österreich und ich habe Sorge um Österreichs Wirtschaft. Und niemand in Österreich will mehr als der Automobilhandel, dass es der österreichischen Wirtschaft gut geht. Die Zahl der Arbeitslosen werden im Jahr 2016 die 500.000 Stückmarke übertreffen. Die AMS-Studie, die ich dieser Tage gelesen habe,
geht bis zum Jahr 19 um eine weitere Vergrößerung dieser Arbeitslosenzahl von 130.000 Arbeitslosen aus. Das heißt, dann hätten wir 630.000 Arbeitslose. Und letztendlich haben wir ein Schulsystem, Herr Bundesminister, ich weiß, es ist nicht Ihr Ressort, das weiterhin Arbeitslose produziert und Mindestsicherungsbezieher. Denn dieses System gehört nicht reformiert. Ich habe 74 maturiert, da haben wir schon die zweite Reform hinter uns gehabt und bis heute hat sich das ad infinitum weitergezogen. Das System gehört neu aufgesetzt wie eine Festplatte und dann kann man wieder damit normal arbeiten und die heilige Kaste der Lehrerinnen gehört überführt in ein normales Angestelltenverhältnis mit normalen Arbeitszeiten und Kündigungsfristen. Der zweite Punkt, den ich in diesem Zusammenhang habe, sind die Pensionen der Babyboomer. Diese werden laut OECD-Studie in den nächsten 19 Jahren auf 750.000 Stück anwachsen. Das heißt, wir haben dann 2,4 Millionen Pensionäre in Österreich. Wenn ich jetzt noch dazu rechne, die Mindestsicherungsbezieher, haben wir einen Arbeitenden und einen zu Erhaltenden. Und das, Herr Bundesminister, kann sich für Österreich nicht ausgehen. Und weder Arbeitslose können sich Autos kaufen, noch Leute, die Mindestsicherung beziehen. Das heißt, ich bitte Sie, stellvertretend für die Bundesregierung, etwas zu wollen, Entscheidungen zu treffen, zum Wohle Österreichs. Und ich danke Ihnen, wenn Sie das kolportieren und umsetzen. Abschließend, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2016 wünschen. Uns allen Optimismus und Zuversicht. Klammer, wir werden es brauchen. Und wünschen und bin überzeugt, dass bei der Wiener Autoshow die vorgestellten Fahrzeuge, viele von Ihnen, aber auch viele Österreicher und Österreicher, die die Messe besuchen, anregen, ein Auto zu kaufen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In diesem Sinn danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Jahr. Ja, Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kommerzialrat Ernst. Ich darf nun das Wort an den Herrn Bundesminister übergeben. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Perry. Jetzt haben wir eigentlich alle Reformen durch, Pension, Arbeitsmarkt. Nur über die Verteidigungspolitik haben wir jetzt noch nicht geredet. Aber wenn Sie mir erlauben, werde ich mich jetzt trotzdem auf mein Thema konzentrieren. Und ich möchte zunächst einmal mich herzlich bedanken zur Einladung für die 10. Wiener Autoshow. Großartige Einrichtung. Ich war schon selber ein paar Mal hier. Man ist sogar von Brüssel aus angereist zur Wiener Autoshow. Das ist schon eindrucksvoll, was hier sich abspielt und ich gratuliere dazu. Es ist meine besondere Auszeichnung, heute bei der 10. Autoshow dabei zu sein. Sie wissen alle, dass wir uns in Paris im Dezember auf ein internationales Klimaschutzabkommen bei der COP21 geeinigt haben. 195 Staaten dieser Welt haben sich auf ein Abkommen zur Reduktion der anthropogenen Treibhausgase bis 2030 insgesamt mit der Zielsetzung 2050 geeinigt und das muss jetzt umgesetzt werden. Und gerade bei der Umsetzung dieser Klimaschutzpolitik, internationalen globalen Klimaschutzpolitik, ist es eine große Herausforderung, gerade im Bereich der Energiewende, natürlich auch dem Sektor, dem Bereich des Verkehrs und der Emissionen in diesem Bereich zu begegnen. Wobei mir wichtig ist, und ich denke, da treffen wir uns schon auch hier am Podium, dass wir in Österreich ein allgemeines Verständnis brauchen, dass Klimaschutz und erfolgreicher Industriestandort kein Widerspruch ist. Die Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Industriezweige in Österreich. Es wurden die Zahlen ja angesprochen, ein Wirtschaftsfaktor mit einem Umsatz von 43 Milliarden, gerade im Bereich der Zulieferindustrie, aber auch des Handels. Arbeitsplätze in der Größenordnung von fast 500.000 Beschäftigten, direkt oder indirekt. Es ist also schon ein Sektor, den man nicht vernachlässigen darf, gerade. Und da stimme ich schon mit Ihnen überein, wenn es darum geht, entsprechend wieder Wachstum zu generieren. Nachhaltiges Wachstum aus meiner Sicht ist notwendig. Wir müssen alle gemeinsam daher den Anreiz setzen, um Innovationen gerade auch im Bereich der Mobilität zu fördern. Und das geht nur gemeinsam mit der Wirtschaft, das geht nur gemeinsam mit der Industrie, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Im Bereich der Automobilindustrie gehört gerade der Bereich der sauberen Antriebssysteme die Zukunft.
gerade vor dem Hintergrund des Klimaschutzabkommens und unserer Reduktionsziele auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Gerade im Bereich der Elektromobilität, der Hybridsysteme, neue Plug-in-Systeme werden heute hier präsentiert, aber auch im Bereich der Wasserstoffantriebe, eine Zukunftstechnologie, in der noch sehr viel investiert werden muss, aus meiner Sicht. Wir sind hier gefordert, noch stärker und noch innovativer zu sein. Und ich bedanke mich bei der Wirtschaft, die hier tatsächlich an einem Strang zieht. Gerade die Vienna Auto Show 2016 macht sichtbar, dass hier im Bereich der alternativen Antriebssysteme tatsächlich sehr viel passiert. 22 neue Elektrofahrzeuge werden hier vorgestellt. Plug-in-Hybridfahrzeuge, aber auch Wasserstofffahrzeuge werden heute präsentiert. Und ich freue mich auch darauf, diese Fahrzeuge dann noch zu inspizieren. Ich hoffe, dass Gelegenheit und Zeit dazu besteht. Fast alle gängigen Fahrzeuge mit Alternativantrieb werden hier ausgestellt. Und ich möchte einen kleinen Beitrag von meinem Ressort hier, gerade was den Bereich der Elektromobilität anbelangt, präsentieren. In meinem Ressort hat man mit dem Klimaschutzprogramm Klimaaktiv, gerade im Bereich Klimaaktiv Mobil, den wir gemeinsam auch mit den Vertretern der Wirtschaft entsprechend aufgesetzt haben, sind wir gemeinsam auch mit dem Klima- und Energiefonds dabei, die Elektromobilität zu forcieren. Und gerade die Anmeldungszahlen, die Statistik, die wir gesehen haben, zeigen, dass wir hier noch sehr viel zu tun haben. Wir haben im Bereich der Elektromobilität etwa 1000 von den insgesamt 2800 Ladestationen in Österreich über Klimaaktiv Mobil gefördert. Wir haben 13.600 E-Fahrzeuge gefördert. Die E-Mobilitätsförderung ist gerade im Bereich der Klima- und Energiemodellregionen ein wichtiger Schwerpunkt. Und wir haben 7 Modellregionen für Elektromobilität mit erneuerbaren Energien geschaffen. Klimaaktiv Mobil und der Klimafonds werden auch 2016 den Ausbau der Elektromobilität entsprechend vorantreiben und 2 große Schwerpunkte setzen. Wir haben insgesamt 2016 14 Millionen Euro in den Ausbau der E-Mobilität vor zu investieren. Insbesondere, es wurde angesprochen, gerade der Individualverkehr im Bereich der Pendler ist ein wichtiger Fokus. Modellregionen im Bereich der Elektromobilität fördern wir in der Größenordnung von 6 Millionen Euro. Und zwar mit einer zielgruppenorientierten Einführung der Elektromobilität mit 100% erneuerbaren Energie im Bereich der Pendler mit Fokus auf Interoperabilität. Pendler eignen sich ganz besonders als Zielgruppe, da sie wiederkehrende, kalkulierbare, mittlere Distanzen zurücklegen und eine Lademöglichkeit oft vor Ort, entweder zu Hause oder am Betrieb, besteht. Damit sollen 2016 insgesamt über 1000 Elektrofahrzeuge initiiert werden. Klimaaktiv Mobil sieht ein Programm vor, das ein Budget in der Größenordnung von 8 Millionen Euro für den Ausbau der Elektromobilität umfasst. Und zwar im Bereich des Ausbaus der Elektrofahrzeugförderung und der Ladestationen. Gerade die Infrastruktur der Ladestationen ist etwas, wo wir wirklich noch sehr viel investieren müssen. Und Sie haben es angesprochen, leider gerade in Wien weht uns da von der Stadtpolitik ein eisiger Gegenwind entgegen, und da müssen wir die Gespräche intensivieren und verdichten, weil es einfach auch gerade in dieser Stadt notwendig ist, die E-Mobilität voranzubringen. Im Bereich klimaaktiv mobil Schwerpunktförderung für E-Fahrzeuge investieren wir vor allem im Bereich des öffentlichen Interesses und der sozialen Dienste, gerade auch im Bereich der ländlichen Entwicklung. Wir haben eine klimaaktiv mobil Förderpauschale für neue Fahrzeugkategorien, beispielsweise elektrische Kleinbusse und Lieferwagen. Wir sind hier auch in Partnerschaft mit großen Fuhrparkbetreibern. Der Ausbau der E-Mobilität wird insbesondere schwerpunktmäßig in den Klima- und Energiemodellregionen vorangetrieben. Das Jahr 2016 muss ein erfolgreiches Jahr für die europäische Automobilindustrie sein. Das ist in unserer allen Interesse. Und insbesondere muss es das sein im Bereich der sauberen, der alternativen Antriebe
Antriebssysteme. Ich wünsche der Vienna Auto Show 2016 und uns allen einen erfolgreichen Verlauf dieser Messe, dieser Show und eine gedeihliche und positive Entwicklung unserer Wirtschaft, ganz im Sinne dessen, was angesprochen wurde, und die Empfehlungen für die Steuerreform, die Empfehlungen für die Bildungsreform, die Empfehlungen für die Pensionsreform nehme ich selbstverständlich mit. Herzlichen Dank an das Podium, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt, wie angekündigt, die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, und bitte um Handzeichen. Guten Morgen, Heider, Zeitung Auto und Wirtschaft. Herr Dr. Klare, Sie sprechen von einem eindeutig als positiv zu bewertenden Autojahr. Ähnlich hat sich auch der Herr Ernst geäußert. Gleichzeitig sind die Tageszulassungen im Dezember um fast 94% gestiegen. 2000 Autos wurden zwischen Weihnachten und Neujahr, wo de facto niemand ein Auto kauft, zugelassen. Ist das nicht ein verzerrtes Bild der Branche, das hier an die Öffentlichkeit vermittelt wird, während viele Autohändler unter großen wirtschaftlichen Problemen leiden? Und ist das nicht ein Signal, dass der Politik ein falsches Bild der Autobranche vermittelt und Begehrlichkeiten wecken könnte, die sehr gefährlich sind? Danke. Herr Heider, die Frage überrascht mich natürlich überhaupt nicht. Wenn wir heute über Tageszulassung oder Kurzzulassungen sprechen, dann müssen wir die ganze Geschichte im Jahresvergleich uns anschauen. Und hier hat der Herr Leimer sehr gut ausgeführt, dass die Tageszulassungen sogar fast um 9% rückläufig waren und dass wir damit, sage ich mal, sogar auf einem richtigen Weg sind. Und wir müssen heute diese Frage immer im Jahresvergleich diskutieren. Und ich würde mich nicht auf eine Dezemberbeurteilung einlassen, dass hier ein Hersteller enorm zugelassen hat. Das hat sich, glaube ich, inzwischen herumgesprochen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nicht im Sinne der gesamten Branche. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, Tageszulassungen sind vertriebstaktische Maßnahmen der einzelnen Hersteller und Importeure. Und da muss man sich mit jedem Einzelnen unterhalten, wenn sie da irgendeine Veränderung hinkriegen wollen. Ich darf auch sagen, dass das ganze Thema Tages- und Kurzzulassungen ja nicht auf Österreich allein beschnitten ist, sondern dass in Deutschland beispielsweise Hersteller- und Handelszulassungen genau in der gleichen Größenordnung zutage treten, und von daher bewegen wir uns vielleicht nicht im idealen Umfeld, aber die Branche lebt auch von diesen Tageszulassungen, eröffnet damit eine zweite Preisschiene, und das ist manchmal auch im Sinne des Kunden. Vielleicht darf ich aus statistischer Sicht nur ganz kurz anmerken, der Dezember 2014 war unterdurchschnittlich. Also wir hatten da ein Ergebnis von 17.000 Neuzulassungen insgesamt, und wir sind also von einem niedrigen Niveau ausgegangen 2014, deswegen war entsprechend dann das Niveau natürlich 2015 höher. Johanna Rusitschke, Standard. Zum niedrigen Ölpreis: inwieweit schiebt der die Kfz-Zulassungen an oder und behindert einen Umstieg auf Elektromobilität? Ich würde sagen, der niedrige Ölpreis trägt dazu bei, dass weiter Autos gekauft wurden, dass natürlich im Prinzip Diesel- und Benzinmodelle weiter nachgefragt sind. Und sage ich mal, das ist auch eine Ursache, dass die Elektromobilität nicht wirklich in Schwung kommt. Ja. Aber das sind konjunkturelle Schwankungen da, und der Ölpreis wird irgendwann auch wieder raufgehen. Wann, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber grundsätzlich hat sich in der politischen Ausrichtung hier die Hybridfahrzeuge, die alternativen Antriebe und die Elektrofahrzeuge zu fördern, hat sich ja da nichts geändert. Aber der Ölpreis ist da, wo er ist, und wird sich auch wieder verändern. Eine Frage an den Herrn Leimer. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, Frau Rutschitscher, natürlich läuft es unseren Bestrebungen im Bereich der alternativen Antriebssysteme entgegen, aber wir werden deswegen die Bemühungen natürlich intensivieren müssen. Herr Leimer, Balaskovic, Zeit im Bildwirtschaftsredaktion. Kurz, wenn Sie mir noch einmal skizzieren können, das Kfz-Jahr für den Konzern VW, wie sich das entwickelt hat im Jahr 2015, ob es Verluste gegeben hat und man trotzdem Marktführer geblieben ist, dass Sie mir das einfach noch einmal in einem Statement skizzieren. Danke. Also VW hatte einen Rückgang im Jahr 2015 von minus 2,5%, ist aber nach wie vor Marktführer mit einem Anteil von 17%. Wenn man sich die Werte über das Jahr von VW anschaut, so sind die deutlichen Rückgänge im ersten Halbjahr 2015 festzustellen, also noch vor dem Abgasskandal, vor dem Aufkommen des Abgasskandals. Es gab dann sogar Zuwächse im zweiten Halbjahr 2015.
Stöckelmeier, APA. Herr Minister, sehen Sie Auswirkungen auf Ihre Klimaziele durch die falschen CO2-Angaben des Marktführers? Und zweite Frage, sehen Sie Radwege auch als Fahrradsportplätze? Wieder Herr Ernst, danke. Zum zweiten, nein. Ich denke, dass alle Formen der individuellen Mobilität ihre Rechtfertigung haben und es gerade das Radfahren, denke ich, im städtischen Bereich durchaus ein positiver Beitrag zur Mobilität ist. Das traue ich mir auch hier auf der Automobilshow zu sagen. Und auf der anderen Seite, Falschangaben, die Falschdeklarationen hatten keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Klimaziele, die wir jetzt festgeschrieben haben. Wir haben die Klimaziele, den Klimavertrag, auf den wir uns jetzt geeinigt haben, ist der Klimanachfolgevertrag für den Kyoto-Vertrag, der ab 2020 sozusagen, wenn ausreichende Zahl von Vertragsparteien ihn ratifiziert haben. Aber es ist natürlich kein positiver Beitrag gewesen, das ist auch ganz klar. Wir haben ganz bewusst auch sofort nach Bekanntwerden des Skandals auch die Europäische Kommission aufgefordert, gerade auch den Umweltministerrat hier in Kenntnis zu setzen, ihn zu informieren. Das ist auch sofort geschehen und wir werden das natürlich noch viel klarer jetzt und noch verstärkter verfolgen, die weitere Entwicklung in diesem Bereich. Und ich denke, dass gerade der betroffene Konzern in der Zwischenzeit auch weiß, dass die Investitionen in diesem Bereich Fehlinvestitionen waren und wahrscheinlich besser, vor allem auch der Schaden, der jetzt den der Betrieb hat, diese Mittel wesentlich besser eingesetzt gewesen wären in Investitionen in Zukunftstechnologien. Susanne Baust, Forum Nachhaltig Wirtschaften. Ich habe eine Frage an den Herrn Bundesminister. Und zwar geht es darum, die europäischen Länder, andere Länder fördern die Elektromobilität wesentlich stärker in der Anschaffung, auch bei Privaten. Ihre Tendenz geht eher in die Förderung von Firmen und von öffentlichen Verkehrsmitteln. Gibt es eine Aussicht, dass Private in Zukunft auch mehr gefördert werden, wenn sie beabsichtigen, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen? Also natürlich, das muss ich dazu sagen, und das ist auch allen klar, dass natürlich Verkehrspolitik federführend vom Verkehrsminister in Österreich zu betreiben ist und gerade eine konzertierte Mobilitätsstrategie. Gerade im Bereich der Forcierung der Elektromobilität habe ich mich mit Verkehrsminister Stöger geeinigt, dass wir eine integrierte Strategie in diesem Bereich präsentieren wollen im Frühjahr des Jahres. Meine Verkehrsminister, meine Spiegelressorts kommen mir mit dem Lauf der Zeit immer abhanden. Zuerst die Frau Bures, jetzt angeblich der Minister Stöger. Aber wir werden dennoch daran arbeiten, mit dem Verkehrsminister eine E-Mobilitätsstrategie mit realistischen Zielsetzungen anzustreben. Sie wissen alle, die ursprüngliche Strategie mit einer Ziffer von 200.000, glaube ich, war da mal im Gespräch, ist mittelfristig nicht erreichbar. Wir brauchen eine Forcierung der E-Mobilität. Gerade auf Langstrecken ist, glaube ich, vor allem auch der Ausbau der Infrastruktur, der Ladestationen ein vorrangiger Anknüpfungspunkt. Dass wir da in diesem Bereich in den nächsten 10 Jahren vorankommen müssen, ist unbestritten. Aber wie gesagt, mit realistischen Zielsetzungen. Wir möchten, dass im Frühjahr des Jahres, ich denke, wir hatten einmal eingeplant, im März dieses Jahres eine Präsentation der gemeinsamen Strategie.